Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zu einem neuen technischen Video. Ich zeige euch heute ein Car-Kit fürs iPhone, beziehungsweise zeige euch, was in der Schachtel alles so drinnen ist. Ja, also gemacht ist es für die Software TomTom. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit anderen Navigationssoftware okay. Es würde mit anderen Navigationssoftwares, sagt man so, auch gehen. Aber TomTom steht eben groß drauf. So. Das Ganze mal hier vorsichtig aufmachen. Gekostet hat 60 Euro bei Amazon. Okay. Ich kann den Link ja dann eventuell noch in die Videobeschreibung einfügen. So, da haben wir irgend so ein Adapter für iPhone. Oh gut, wie auch immer, hier gibt es jedenfalls eine Anleitung. Und ein wichtiger Hinweis. Ja, also dieses Teil könnte man hier mit dieser Klebefolie aufs Armaturenbrett kleben. Und das ist dann eben glatt genug, dass hier der Saugnapf, der hier unten drauf ist, sich ansaugen könnte, sozusagen. Oder aber man faltet das hier, muss man das vielleicht zusammendrücken oder auch nicht. Okay, das geht ziemlich streng, aber es funktioniert. Klappt es eben aus und tut es dann auf die Windschutzscheibe. Der Saugnapf an sich funktioniert so, dass man diesen Ring dreht, verstehe. Also hier gibt es einen Ring, den dreht man. Und wenn er gedreht ist, dann ist er gekrümmt. Somit saugt sich das Ding an. Hier hinten kann man den Lautsprecher schon vermuten, sozusagen. Hier sind so eine perforierte Fläche, Lautsprecher und GPS-Antenne ist darin verbaut, die eben für einen besseren Empfang sorgt. Rein kommt das Gerät wie folgt. So und oben. Okay. Drücken. Hilfe. Reindrücken. Das Ganze geht relativ streng, aber ich habe nicht mehr Angst, dass ich dabei irgendwas kaputt mache. Okay, so kann man das noch verdrehen. Okay, ich sehe schon, hier gibt es noch einen Kopfhöreranschluss, soweit ich das sehe. Hier gibt es noch einen Kopfhöreranschluss und den USB- bzw. Strom-Aufladegerät, das hier dann eben so ausschaut. Ja, nicht sehr spektakulär. Sonst kann ich hier nichts sehen. Hier gibt es noch eine Wippe rauf und runter für die Lautstärke und ja, ich werde das Ding mal einschalten. Also ich versorge das Ganze hier jetzt mit Strom und ich komme auf den Lautsprecher. You have reached your destination and ja. You hold your head up high because you are a genius. Ich spüre, dass der Lautsprecher tief ist, also das funktioniert. Schlechter GPS-Empfang, schreibt er, weil wir momentan eben in einem Haus drinnen sind. So, was kann ich jetzt am besten ausprobieren? Jetzt rechts abbiegen. Sieht man leider das Display nicht verspiegelt durch das. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Also dass die Anzeigen jetzt wesentlich lauter sind. Ja, die Ansagen sind wirklich wesentlich lauter. Ein Mikrofon ist auch verbaut, weil es eben auch eine Freisprecheinrichtung ist. GPS-Genauigkeit 65 Meter. Interessant, dass er das hinschreibt. Ja, sonst wie gesagt von der Verarbeitung eigentlich sehr stabil. Und ja, wie gesagt, das ist in der Box drinnen. Vielleicht will sich dann oder der ein oder andere auch dafür entscheiden. Ja, verabschiede mich schon. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Navigationsgeräten. Einen schönen Abend noch. Bis bald. Pülli out.